Da können wir gerade mal ganz kurz den Scheiß da wegmampfen. Scordos Paket für den Don, Goldbeutel. Wo haben wir denn dieses Zeug, diese Pilze und den ganzen Scheiß da oben? Maximale Lebensenergie. Nam, 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 nam. 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 Einfach mal schön den Wanst vollschlagen. Reiselust. Nam, 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 nam. Wow, 30 Erfahrungspunkte. Na, ist doch besser als gar nichts. So, Mana, Kraut. Heldenkrone für mächtige Tränke. Wichtelkappe, hat man nicht noch irgendwas? Mana plus 5, regeneriert. Mana plus 20, regeneriert. Lebensenergie plus 5, regeneriert. Leicht stärkende Wirkung, Hausmittel. Heilkraut, Heilpflanze, Heilwurzel. Ich dachte, wir hätten noch was anderes. War mir nicht so. Er ist die ganze Zeit schön am Saufen da hinten. Hm. Plus 15, plus 15. Ich dachte wirklich, wir hätten da noch irgendwas anderes, was wir fressen können. Und dann haben wir hier noch direkt wieder irgendwie Stärke plus irgendwas. Lebensenergie plus 30. Plus 20, plus 10, plus 5, plus 5, plus 30, plus 30, plus 10. Ach, Geschicklichkeit plus 1. Wupp. So, das war's dann aber, ne? Na gut. Soll's gewesen sein? Wo geht's hier hin? Kann ich hier plündern, sag mal? Ja, scheint ja niemanden zu stören. Ach, na super. Nochmal von vorne. Und nochmal von vorne. Jawohl. Na gut. Zwei Eisenerzbrocken, Krautschengel, Mana und Goldmünzen. Naja, gut. Tja, dann würde ich sagen, kaufen wir uns mal die Schalen zusammen. Aber das Blöde ist, wir brauchen halt genug Gold, um uns die Schalen alle auf einmal zu kaufen. Und wir haben jetzt wie viel? 374 reicht gerade mal für eine einzige Schale. Schalter. Speichern. Wupp. Und wir kommen hier wo raus? Ach! Magische Lalala. Nichts Neues. Nein, ich glaube, wir sind hier nämlich beim Don. Das heißt aber, wir müssen hier dringend wieder zumachen. Das können wir doch nicht offen lassen, solange das Haus besetzt ist. Naja, ich sag dazu nichts. Wie sinnlos, wenn das sowieso, wenn dieser Weg sowieso ins Bordell führt, warum? Ich frag gar nicht erst. Naja, ich meine, das Donhaus ist besetzt von Tausenden von Wachen. Was soll's, ist doch egal. So, da geht's. Wo geht's denn da noch hin? Huch. Hier ist noch ein Fläschchen. Wo geht's denn hier noch hin? Reiselust und Mana-Pilz. Und eine Tür. Finde den geheimen Zugang. Ah! Und noch ein Pilzchen und noch eine Mana-Pflanze. Und wir haben die Stadt endlich wieder verlassen seit langer, langer Zeit. So, Goldmünze, Muschel und noch eine Goldmünze und noch eine Goldmünze. Und was liegt da? Ein Fisch? Ein Hering. Machen wir mal ein bisschen Schatzsuche hier. Da liegt noch eine Muschel. Da liegt noch ein Hering. Hering. Da vorne ist noch eine Pflanze. Alles einfach mitnehmen, einsacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Komisch, dass hier eh nicht alles geplündert ist. Und von wem ist dann das Lager hier? Truhe.
Truhe. Mit einem Stahlrohling, mit Witz erzählen und Heilkraut. Wir könnten ja theoretisch die Kuh umbringen und dann einen Witz erzählen, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Rum! Goldmünzen! Goldmünzen! Und noch ein Hering! Wieso reimt sich Hering eigentlich auf Ehering? Zufall? Und noch eine Muschel. Ich glaube, da vorne ist noch eine Muschel, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, ja. So, mal ganz kurz an der Nase kratzen. Nase kratzen. Und auch mal gucken, ob hier was im Schiffchen drin ist. Nö. Stimmt, und da war der Kackvogel. Den haben wir vorher nicht klein gekriegt. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt klein kriegen. Das möchte ich nur ungern garantieren. Ist das irgendwie was Wertvolles? Ein Teller. Und ein Pokal. Nein! 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 Nein, 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 nein! Nicht aufessen! Ach. Das muss doch nicht sein. Dass wir hier zerkaut werden. So, sonst gibt es hier am Strand aber nichts. Da gibt es noch einen Hering. Tja. Speichern wir mal. Mal gucken, ob wir jetzt gegen das Viech ankommen. Ja, das scheint ja diesmal wesentlich besser zu laufen als vorher, bevor wir in die Stadt reingefahren sind. Ja. Oh. Ja. So, wupp und wupp. Ja. So, flieg doch mal nach vorne, junger Mann. Ja, das klappt auf jeden Fall sehr viel besser als damals, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben doch ein bisschen was dazugelernt, wenigstens. Und wir sind ja noch nicht am Ende unseres Weges angelangt. Wir können ja noch viel mehr trainieren. Auch die Stärke und so, das ist ja alles nur eine Frage des Goldes. Und deswegen müssen wir hier einfach alles mitnehmen, was wir finden. Jede einzelne Münze und jeden einzelnen Hering. Er steckte mir einen Hering an den Finger. Also sie in dem Falle, will ich doch hoffen. So, komm schon, greif doch mal an. Greif noch mal an. Ich hab da was für dich. Das hier und das hier. Ja. Au, 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 du Mistvieh, du Elendes. Ja. Das gibt's doch wohl nicht. Stirb einen elenden Tod. Mistvieh. So, bevor wir nach oben gehen, werden wir auf jeden Fall noch vorher zu Carlos gehen und unsere Aufwartung machen, einfach damit wir da ein Stück weit safe sind. Falls wir das dann sind. Ich weiß es nicht, aber ich möchte das unnötige Risiko nicht eingehen, dass wir da oben gleich aufgespießt werden von irgendwelchen Rekruten. Das muss ja nicht sein. Ach, guck mal. Nun wissen wir, wie man rauskommt. Und das können wir dann auch der Patty sagen, theoretisch, die ja immer noch nach dem Weg sucht. Und dieser Ausgang hier ist wirklich sehr unauffällig. Äpfel. 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 Und noch mehr Äpfel. Und eine Spitzhacke. So, wo geht's denn hier eigentlich hin?
Und wir wissen immer noch nicht, wie wir uns die Teller kaufen können, also die Artefakte kaufen können. Huch. Nein, ich war noch nicht bei Esteban. Frag einfach nicht so, da müssen wir lang. So, zu Carlos könnten wir noch, solange es noch Tag ist, das ist ja noch ein Weilchen. Gehen wir mal zu Carlos, vielleicht weiß der ja was. Der weiß wahrscheinlich überhaupt nichts, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen Gold verdienen. Wir müssen irgendwo Gold herkriegen, verdammt. Da können wir was vom Schmied erpressen und vielleicht auch dann von diesem anderen Händler hier. Aber das können wir natürlich jetzt noch nicht machen. Sondern erst in der Nacht. Und ich hoffe, das kriegen wir dann auch irgendwie hin. Und jetzt erstmal hier an diesem Schreihals hier vorbei. Hey! Halt! Kein Zutritt! Mach schon Platz! Carlos hat mich rufen lassen. Ah, tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Na also, speichern. Ach, du bist also Carlos. Na ja, gleich mal. Huch. Aha. Hey, Felipe. Was willst du? Ich guck nur. Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Ausbilder für den Stabkampf. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Nein, nicht wirklich. Und wer bist du? Ach, nur irgendein Laffel. Hey, Carlos, nochmal speichern. So, da bist du ja endlich. Krieg ich dich endlich mal zu sehen. Du bist das also, der in dieser Stadt für die ganze Unruhe sorgt, ja? Ja. Dein Gesicht werde ich mir merken. Ich hatte ja gehofft, dich früher sprechen zu können. Noch bevor du dich mit den Verbrechern verbündest. Tja, leider ist das jetzt zu spät. Was soll das denn heißen? Hast du noch was zu tun für mich? Vergiss es. Du bist mir zu oft in einem Atemzug mit den Banditen genannt worden. Ich bin besser beraten, wenn ich mich nicht mit dir einlasse. Verdammt! Ach, so ein Mist. Hallo, ich bin bei euch in Baracken und klau jetzt was. Interessiert das dir niemanden? Apfel? Jemand? Kann man den Stuhl klauen? Nee. Oh, Wasserfass. Ah, gutes Wasser, da kann ich noch 10-mal meinen Zinken reinhalten, bis wir die Energie wieder völlig aufgeladen haben. Das ist nicht sehr spannend, aber es spart auf jeden Fall Heiltränke und Schnitzel und Schlafstunden. Das ist blöd, dass der Carlos uns jetzt... Ach, Mann. Vielleicht hätte man noch nicht zu den Banditen gehen sollen, einfach nur um zu erfahren, was der Carlos hier noch ausheckt. So, letztes Mal suppeln, dann ist aber gut, dann können wir speichern oder uns hier noch ein bisschen umgucken. Beides am besten. Speichern! Und hoffen, dass wir nicht erwischt werden. La 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 la. Hallo, 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 speichern! Nochmal von vorne. Und nochmal. Ach, das darf noch nicht wahr sein, dass die ja alle die gleiche Kombination haben. Und das alles für 6 Goldstücke. Lächerlich. Und ein Heiltrank, muss man ja schon sagen. Nochmal von vorn. So, la 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 la. Geht doch. So, gute alte Seemannskisten. Jetzt haben wir hier zumindest mal 2 oder 3 Rupien eingesteckt.